Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen bei One Punch Man Folge 11. Ich bin richtig hyped und habe richtig Bock auf die vorletzte Folge, denn wir haben vielleicht einen Endgegner für Saitama gesehen. Mal gucken, wie es wird. Mal gucken, was so uns die letzten zwei Folgen erwarten. Also bis gleich. Ja, wer ist der mysteriöse Mann oder Endgegner, was auch immer der sein soll? Also der sieht schon mal etwas heftiger aus als die anderen. Also seine Präsenz zumindest. Das kann doch nicht wahr sein. Kuriba ist einer unserer mächtigsten Elite-Kämpfer. Ist einfach so gefallen? Okay, dann wird's doch vielleicht einfacher als erwartet. Was ist das für eine Kreatur? Treibt unser Wächter Melsagard überhaupt? An Elite-Kämpfern sind nur noch ich und dieser Tunichgut übrig. Geh, Luganshu. Wo liegt das Problem? Lord Barus, ich bin untröstlich. Ich habe einen schrecklichen Fehler begangen. Ich ließ zu, dass ein Bewohner dieses Planeten bei uns eindringen konnte. Es ist gut, dafür kannst du ja nicht viel. Der ist einfach so reingegangen. Saitama fragt halt nicht. Er ist völlig allein. Aber er konnte all unsere Wächter in Sekundenschnelle niederstrecken. Der momentane Schaden begrenzt sich allein auf die Mannschaftsunterkünfte. Dieser kleine Wurm kann uns nichts anhaben. Da ist einer aber ziemlich sicher. Ich kontaktiere umgehend die Elite-Kämpfer Groribas und Melsagard. Groribas ist leider vorhin im Kampf gefallen. Aber ich rufe Melsagard sofort zurück. Und dann werde ich gemeinsam mit ihm diesen Eindringling endgültig aufhalten. Das garantiere ich. News. Meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück. Vor kurzem tauchte direkt über Arstadt urplötzlich ein gigantisches UFO auf. Wir schalten nun zu unserem Reporter. Der ist sogar vor Ort. Ich befinde mich vor Ort. Sehen Sie nur selbst. Hab ich gesagt. Sämtliche Hauptstadtstraßen Richtung Arstadt wurden blockiert. Und die Behörden befinden sich in höchster Alarmbereitschaft. Kommt wieder der Biker-Boy vorbei? Ich hoffe nicht für den. Ja, den kennen wir auch. Der wollte ja nie arbeiten. Der immer. Warum der immer nagisch ist, verstehe ich nicht. Er hat dieses Monster mit seinen bloßen Händen zerschmettert. Von das glaube ich nicht, mein Lieber. Aber dennoch. Können wir ihn nicht besiegen? Er regeneriert sich jedes Mal. Seine Schläge dürfen euch unter keinen Umständen treffen. Er hat mir einfach so den Arm ausgerissen. Lasst mich es mal versuchen. Oh. Okay, ich meine, ist ja klar, dass Silver Fang was drauf hat, wenn er schon ein S-Rang ist. Diese Nervensägen einfach wegbomben. Ja, das ist gut. Sag dem Schiff Bescheid. Hier geblieben! Du Scheißhaufen! Wo bleiben deine Manieren? Melsager, was treibst du da unten? Ich kämpfe. Es gibt einen Eindringling. Unmöglich. Es ist wahr. Hol ihn da unten auf und komm schleunigst zurück. Die Tür ist auch verschlossen. Hey, geh doch einfach rein. Ihr habt Besuch. Ja. Oh, kaputt gegangen. Was, selbst bei sowas regeneriert er? Wir reißen deine Gliedmaßen aus und halten dich als Haustier. Hast du dich schon wieder geheilt, hä? Mit dir stopfe ich meinen Boxsack aus. Immer wenn ich den sehe und der ist einfach nackt. Ja, was ist das? Direkte Angriffe mit physischer Stärke. Ja, das hast du doch schon gesagt. Wir müssen uns zurückziehen und uns überlegen, wie wir ihn mit Hitze oder so beschädigen können. Genos? Kann ich nicht. Auch ich kann nur auf diese Weise helfen. Im Alter lernt man nur noch schwer was Neues dazu. Ich auch. Nimm's mir nicht übel, Ei, Schätzchen. Ei. Glaubst du etwa nicht an mich? Nichts widersetzt sich meiner Klinge. Ist sinnlos. Keiner von ihnen hört mir zu. Ja. Sowas wie eine Niederlage kennen sie einfach nicht. So sieht's aus. Aber es schreit für mich förmlich nach Genos, wenn er sagt Hitze. Wir müssen unbedingt den Eindringling loswerden! Machen dir diese Lebewesen da unten zu schaffen? Was zum Teufel ist das für ein Planet? Mir macht niemand zu schaffen. Wie steht es um das Schiff? Wird es abstürzen oder was? Nein, das, nee, wird das es nicht. Noch nicht. Aber wir haben bereits die Hälfte unserer Kämpfer verloren. Das kann nicht sein! Störe die Maden von oben mit deinem Bombardement! Ist ja schon gut. Ich sage umgehend unserer Artillerie Bescheid. Pass bloß auf, dass du nicht auch im Bombenhagel drauf gehst. Hey! Jetzt warte mal!
einen Schub! Verdammt! Ist der Eindringling wirklich so stark? Hier kommt der nächste Schlag! Also ich meine, die Mühe kämpfen, aber es bringt nichts. Mach ruhig weiter, verschwende schön deine Ausdauer. Eine Murmel? Wieso schleppst du die mit dir rum? Gib sie her! Okay, hier! Oh! Okay. Oh, Alter, ist das eklig. Ich hab was entdeckt, Leute! Irgendwo in seinen Köpfen befinden sich Murmeln! Die sind sein Wunderpunkt! Bestens gut. Dann muss ich dich also so lange zerhacken, bis deine kostbare Murmel zum Vorschein kommt, du Monster! Zack, 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 zack. War so klar. Ich fass es nicht. Ich habe diesen Kopf 100 Jahre lang wachsen lassen. Die Bomben werden euch ausradieren. Die Bombardierung geht jede Sekunde los. Hau ab! Andernfalls bekämpfen wir dich mit allem, was wir haben. Was geht denn jetzt da? Kommt raus. Mehr in meinem Kopf. Mach dich noch einen Schritt weiter, dann bringen wir dich um. Wir kennen keine Gnade. Was, ich soll gehen? Gut, dann verrat mir, wie ich aus diesem Labyrinth hier rauskomme. Wirklich, du willst gehen? In Ordnung, dann zeige ich dir den Weg. Zuerst gehst du rechts lang und dann musst du die Treppe hoch. Na dann gehe ich mal nach links, ne? Nein, halt dich da lang! Warte doch mal, tu das nicht, du läufst in die völlig falsche Richtung! Nein, tu das nicht! Das hier sieht irgendwie nach der Schiffsbrücke aus. Mal sehen, ob der was drauf hat, der Oktopus. Was fällt dir ein, hier einzudringen und unser Schiff derartig zuzurichten? Ich, Geluganschub, der mächtigste Telekinet des Universums, werde dich persönlich zur Strecke bringen. Ach, das ist wahrscheinlich die Batterie, um dann das Bombardement anzufangen. Es ist soweit. Hey, Geluganschub. Die Vorbereitungen für die Bombardierung sind abgeschlossen. Habe ich mir gedacht. Sie verfahren? Ja. Ist der gerade aufs Klo gegangen? Naja, ist beschäftigt. Muss raus. Telekinese? Hast du Superkräfte? Du lässt mir keine andere Wahl, du Wurm. Telekinetische Gravitationswelle! Menschlich! Du kannst nicht entkommen! Meine überwältigenden telekinetischen Fähigkeiten lassen mich sogar die Schwerkraft kontrollieren! Weißt du, was ein schwarzes Loch ist, du Affe? Doch ich glaube, das ist dem so ziemlich egal. Daran gehindert wird, sich auszubreiten. Juckt nicht. Oh, immer dies. Oh. Und was kommt als nächstes? Telekinetische Trümmerwelle! Ja, aber sieht schon nicht schlecht aus. Guck mal, also, muss schon sagen, die Attacken sind ziemlich cool von dem. Aber juckt Saitama null. Deine Verschwendung. Du wirbelst nur Kieselsteine rum. So sieht's aus. Die Chinesen eigentlich voll cool. Voll cool. Schade, ich hatte mir mehr erhofft. Aber ich bin doch Geluganschub. Das kann ich. Das war's. Hier da. Hey, jedes Mal. Oh mein Gott. Ja, sag mal. Unterbrechen fürs Erste die Sucharbeiten. Bereitet euch alle auf einen Angriff vor. Das hat er die direkt gemerkt. Okay, krass. Das ist dann wohl der kleine Junge, der sowas drauf hat. Steig auf! Hey, jedes Mal. Also jedes Mal kommt der. Antwortet mir zwar nicht, aber sei's drum. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sollte ich doch das Gebiet um Melsagard herum bombardieren, oder habe ich das etwa falsch verstanden? Nur noch zwei Köpfe. Jetzt gibt's ordentlich aufs Fressbrett. Ist es endlich soweit? Schiffbomben kommen. Das ist gut. Oh, da ist er ja. Gut, dann mach ich mal Bumm. Das ist euer Ende! Sofortiger Tod! Flucht ist zwecklos! Nicht mit Tornado! Oh, nice! Was zum... Was ist das? Aber wie? Na, natürlich! Ohne mich kriegt hier niemand was gebacken, habe ich recht? So sieht's aus. Kleinigkeit erledigen? Warum geht ihr nicht zurück in die C-Klasse und fangt nochmal von vorn an? Einmal kurz umdrehen. Hey.
und in die andere Richtung. Behaltet eure Bomben! Geil! Geil von ihr! Ich will nach Hause. Ja, Buddy, das wird jetzt schwierig mit nach Hause. Ich wusste nicht, dass du hier in der Nähe bist. Vielen Dank, Moomin Rider. Es gibt sicher noch ich mehr Überlebende. Komm nicht mehr auf den klar. So dieser Moomin Rider macht mich fix und fertig. Ich bin bereit. Ich mache mich sofort auf den Weg. Gute Idee. Geh nach Hause. Wir kommen auch mit. Da, die, ja, genauso. Von den Lorbeeren abkumpeln. Dürften wir uns den hier borgen? Natürlich. Schön festhalten. Stark da. Richtige Teamarbeit, was sie da betreiben. Ich oh. hab sie. Weg mit ihr. Oh, nur noch einer. Ich nur noch einer. Nein, oh, shit. Er wurde direkt erwischt. Schwach, schwach. Ihr seid so schwach und erbärmlich. Ein Treffer und ihr seid tot. Wieso hatte ich so viel Mühe mit euch? Wenn ich mich weniger verteidige und euch direkt angreife, bin ich im Nu mit euch fertig. Du bist als nächstes dran. Ja. Ich schnapp mir deinen Schädel und zerquetsche ihn zu Brei. Wenn du glaubst, dass du das kannst, versuch's ruhig. Er ist hier. Boom. Okay, Saitama's in the building, würde ich mal sagen. Nimmt er seine Wahl? Dieses Planeten. Seine Energie ist unermesslich stark. Das kann er spüren. Denkst du hinter dieser Invasion? Ausgezeichnet. Oh. Oh. Lass uns einander vorstellen, bevor wir zum Kampf übergehen. Ich bin der Anführer der dunklen Räuberbande Dark Matter. Ich bin Boros, der Gebieter über das All. Ich bin ein Hobby... nein. Ich bin ein Profi-Held und heiße Saitama. Ich bin ein Hobby-Held. Geil. Keine Ahnung, was der Gebieter des Eis von unserem Planeten will. Aber Arstadt auszuradieren war ganz schön unfreundlich. Gib deine Prophezeiung. Prophezeiung? Was für eine? Einst wanderte ich durch das Universum und zerstörte alles, was ich sah. Okay. Doch dann teilte mir dieser Wahrsager seine Prophezeiung mit. Auf einem weit entfernten Planeten gäbe es einen Ebenbürtigen, der mir die Freude am Kämpfen wieder zurückgeben könne. Das war vor 20 Jahren. Meine Männer dachten, die Prophezeiung wäre nur ein Gerücht, mit dem man mich aus dem Weg schaffen wollte. Doch jetzt besteht kein Zweifel mehr daran. Der hat auch Bock. Ich verpasse meinem öden Leben einen Kick, denn nur darum bin ich hier. Weil du einen Kick für dein Ego brauchst, greifst du einfach so andere Planeten an? Da wäre selbst ich nicht drauf gekommen. Was? Oh. Okay. Aber können wir sagen, er hat einen Schlag auf jeden Fall. Diente nur dazu, meine übermächtige Stärke krass. Zu bändigen. Doch nun ist sie zerbrochen. Er hat einen Schlag ausgehalten. Okay. Wir haben einen ersten Gegner, der mit Saitama, ja, wer weiß, vielleicht mithalten kann. Dieses Bild. Das ist so episch und Saitama nur so. Los geht's! So Leute, und damit kommen wir zum Fazit von One Punch Man Folge 11. Ja, was soll ich sagen? Haben wir vielleicht unseren ersten Gegner gesehen, der es gegen Saitama aufnehmen kann? Also
Zumindest konnte er einen Schlag abkriegen und war nicht direkt tot, wie die anderen Gegner davor. Ich hoffe, er kann zumindest ein bisschen mit Saitama mithalten. Aber wer weiß, ne? Also Saitama ist schon krass. Von daher, mal locker bleiben. Und dann schauen wir mal weiter, wie die nächste Folge ist. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der letzten Folge von One Punch Man. Bis dahin, ciao! Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu One Punch Man Folge 12 und damit zum Staffelfinale. Ja, ich bin richtig hyped, was uns in der letzten Folge erwartet. Ich hoffe, ihr auch. Und mal sehen, vielleicht kriegen wir einen richtig krassen Kampf zwischen Saitama und Boros. Also, bis gleich. Ah, ist schon krass, dass der überhaupt einen Schlag von Saitama aushalten konnte. Aber sieht für mich so aus, als würde Saitama eher entspannt kämpfen. Direkten Arm ab. Obwohl ich all meine Kraft freigesetzt habe, ist es dir immer noch möglich, mit mir mitzuhalten. Stark, cool. Stadt scheint hoffnungslos verloren zu sein. Tja, dann konzentriere ich mich jetzt voll und ganz auf den Feind. Sie Hang top, irgendwas. Sein. Aber den Feind überlasse ich nicht ganz allein diesem kleinen Mädchen. Beispiel so. Okay. Hallo? Was soll das werden, ha? Du stehst auf einem perfekten Trümmerbrocken. Los, runter da, den brauche ich nur. Sie benutzt ihre Psychokinese. Ah ja, klar. Verdammt! Die ist krass, also Tornado muss ich sagen. Also ich meine, die hat auch schon ein krasses Intro bekommen. Und die haben richtig Angst jetzt. Tornado könnte das wirklich ganz allein schaffen. Ich habe noch was zu erledigen. Darum bin ich jetzt erstmal weg. Okay. Das Schlimmste scheint überstanden zu sein. Der hat einfach nichts gemacht. Mach was du willst. Es sind ja schon mehrere Helden abgehauen. Oh! Ist es Spider-Man? Also nicht Spider-Man, sondern ihr wisst, wen ich meine. Ich muss dir noch was sagen. Adonite ist dein Feind. Nimm dich vor ihm in Acht. Okay. Wie meinst du das? Das wirst du schon bald verstehen. Warum hat er das jetzt gesagt über Metal Knight? Also fand ich jetzt nicht, dass der bis dato irgendwie ein Feind war. Ganz schön auf Trab, das muss man dir lassen. Gleich ist es zu Ende, der Sieg ist mein! Oh, danke, dass du meine verspannte Schulter therapiert hast. Ich war wohl etwas eingerostet. Oh, wie krass! Hey, was ein Körper, Silverfang! Atomic Slash! Ho! Unverschämte Frechheit! Du versuchst, deine kostbare Murmel zu verstecken, indem du ihre Position im Körper ständig veränderst. Doch wenn du dich regenerierst, heilst du immer vom Kopf abwärts. Was bedeutet, dass sich dein Herz irgendwo da oben befindet? Nachdem du dich so oft geheilt hast, würde das inzwischen sogar ein dummer Affe durchschauen. Das war's. Schachmatt. Nice! Silverfang! Doch nicht immer dazwischen, Silverfang. Ich komme gut allein zurecht. Meine Güte. Manchmal muss ich eben meine müden Knochen bewegen. Die Köpfe sind tot. Der Sieg ist unser. Stark da. Ja, doch der riesige Feind da oben ist noch lange nicht besiegt. Ja, aber da ist Saitama. Mach dir keine Sorgen. Der macht das schon. Laut unseren Infos waren das die letzten Überlebenden. Gehen wir. Stark da, Moomin Rider. Gut. Jetzt komm nicht auf dumme Gedanken, da auch hochgehen zu wollen. Junge, nein, lass das. Ja, ich komme. Bompa! Geil. Boah, sieht richtig wild aus. Vor allem die Mucke ballert auch. Dropkick! Du bist schnell und
unglaublich stark, dass mir, dem großen Boros, ein Gegner ebenbürtig ist, erlebe ich zum ersten Mal! Spüre die gewaltige Energie, die in meinem Körper steckt! Wer sie berührt, wird derart zerfetzt, dass nicht geil. Meine Knochen zurückbleiben! Oh, shit. Hinter dir! Du bist ein würdiger Gegner. Doch so wie es aussieht, ist unser Kampf entschieden. Wieso? Auf einem unbewohnbaren Planeten gewann meine Rasse den Kampf ums bloße Überleben. Doch meine Regenerationskräfte und meine Körperfunktionen sind zusammen mit meiner Energie allen anderen bei weitem überlegen. Wenn ich all meine Energie auf die Regeneration konzentriere, dann wächst sogar mein Arm wieder nach. So gut wie neu. Du hingegen bist übersät mit Wunden. Deine Ausdauer ist völlig am Ende. Schnauze. Blablabla. Du hörst dich gerne reden, oder? Bist du fertig? So geil. Noch lange nicht! Ja, wie wild! Okay, Saitama hat einen ganz anderen Blick gerade drauf. Oh, shit. Mit meiner inneren Energie als Antrieb erwecke ich Geschwindigkeiten in mir, die alles übersteigen. Oh mein Gott. Der ist aber wieder nicht beeindruckt, ey. Was? Geil. Geil. Chillt denn der plötzlich? Diese Form belastet meinen Körper immens. Ähnlich wie bei einem Atemstillstand. Sie verkürzt gewaltig meine Lebenserwartung. Darum nutze ich sie lediglich als meinen letzten Trumpf bei einem unerbittlichen Kampf. Es kippt! Nice! Es funktioniert! Junge, was? Ja, da machst du Augen. Beziehungsweise nur ein Auge. Cool. Ich bin zurück. Gegen diesen Kerl muss ich alles geben, was ich habe. Aber der Typ, also Boros, macht auf jeden Fall Karacho. Ihr wisst, was ich meine. Der liefert auf jeden Fall ein bisschen was ab. Und hält schon wieder einen Schlag von Saitama aus. Unser Kampf ist die Mühe wert. Serie von normalen Punches. Von normalen Punches. Ich werde dich besiegen! Oh mein Gott! Was die alles reingepackt haben in der letzten Folge! Den ganzen Planeten in die Luft! Supernova! Wow, ey, unfassbar! Dann will ich dir auch nicht länger meinen Traum vorenthalten. Oder stoß der Serie ernsthaft. Ernsthafter Punch. Ernsthafter Punch. Das war's. Ja, das war's mit Boros. Aber... er hat zumindest gegengehalten. Ich kann nichts mehr spüren. Immer noch bei Bewusstsein? Du bist ganz schön stark. Respekt. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Es war ein ebenbürtiger Kampf. Naja, ebenbürtig. Ja. Ah. Ich weiß. Nein, du lügst. Du hast dich zurückgehalten. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance.
Für dich war es nicht mal ansatzweise ein richtiger Kampf. Das sah auch schon so aus, deswegen. Auf Prophezeiungen ist kein Verlass. Du warst zu stark für mich. Saitama. Oh, episch, wie er geht. Jo, jetzt fällt alles nochmal auf Arstadt oder kriegst Tornado hin? War mein Meister erfolgreich? Hey, nicht drücken! Ich will doch nur nach Hause! Ja, der will nur nach Hause! Es kommt runter! Ah? Hey, das Ding stützt direkt auf uns an! Renn sofort zum Hauptquartier! Hier, komm her, ich stütz dich! Es geht schon, Meister! Scheiße, warum ist der alte Silverfang plötzlich so schnell? Jetzt ist der falsche Zeitpunkt zum Kräftemessen. Rachel Dash! Hey, du Nackedei, wieso rennst du eigentlich du schneller Nackedei. Als ich kann? Rachel Dash! Hör auf mit dem Scheiß! Wir stürzen! Oh, ich dachte, Tornado macht was. Aber nein. Also, Genos hat am Ende einfach nur gechillt. Lass uns hingehen. Wie konnte das bloß mit Arstadt passieren? Heute tat sich doch hier sogar die S-Klasse. Ja, aber du warst auch nicht da, Handsome, Mr. Handsome. Erklär mir das mal, Metalbat. Ich will wissen, was hier vorgefallen ist. Handsome Carmen Sugar Mask. Wo kommst du denn bitte auf einmal her? Ich war bei Dreharbeiten in einer benachbarten Stadt. Es gab einen Knall, alles gewackelt. Und als ich nachschauen ging, war Arstadt vom Erdboden verschwunden. Ja, korrekt, danke. Mama, dein Training weiter. Haben uns angegriffen. Ihr Bombenangriff legte alles in Schutt und Asche. Aber wir waren trotzdem erfolgreich. Ihr wart erfolgreich, sagst du? Wie bitte? Nennst du das hier etwa ernsthaft einen Sieg? Der Nankedei. Wie unfähig seid ihr bitte? Für euch finde ich wirklich keine Worte mehr. Ja, es stimmt. Ich war nicht rechtzeitig zur Stelle. Aber ihr hingegen schon, habe ich nicht recht? Und trotzdem konntet ihr diese Stadt nicht beschützen. Wir waren auf einer Versammlung im Hauptquartier der Heldenvereinigung. Als der Feind uns angriff, sind wir sofort nach draußen geeilt. Aber da lag Arstadt leider bereits in... Glaubt ihr, dass die Medien euch damit glimpflich davonkommen lassen werden? Hey, Süßer. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Ich stehe auf der Seite der Gerechtigkeit. Dann warum warst du nicht da? Euch Mitglieder der S-Klasse schimpft. Deine Schande. Dass der überhaupt so einen auf arrogant macht. Ich meine, der ist A-Klasse. Hey, du hast wohl den Arsch. Können die S-Klasse nicht auseinandernehmen? So weiter und ich schlag dir deine ja, Star mach mal was. Ein, kapiert? Soll ich dir verraten, wieso ich nicht in die S-Klasse aufsteige? Ich verbleibe an der Spitze der A-Klasse, um die S-Klasse vor lächerlichen Verlierern wie dir zu bewahren, die nichts drauf haben und schwach sind. Da bist du ja, Metal Knight. Na, wieso toll. Bist du nicht zur Versammlung Stark. Gekommen? Kommt erst 10 Jahre später. Da ist es. Hervorragend. Weshalb bist du hierher gekommen? Die Schlacht ist bereits vorbei. Pass auf. Metal Knight ist dein Feind. Genos, nicht wahr? Bist du nur hier, um das Raumschiff einzusammeln? Lass mich raten. Du willst ihre unbekannte Technologie, um noch stärkere Waffen zu bauen. So ist es. Wir brauchen stärkere Waffen. Ach, selbst die stärkste Waffe ist mit solchen Versagerhelden vollkommen nutzlos. Dich nehme ich mir nachher noch vor. Mach dich auf was gefasst. Jo! Sag nicht, wie könnte Lord Boros denn bloß verlieren? Werden sie uns hinrichten? Ich will nicht sterben. Wir müssen verhandeln. Die Erdlinge scheinen zivilisiert zu sein. Oh, ich hab so einen Kohldampfweg. Du Idiot, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ich will nach Hause. Da kommt jemand. Gamask, warum hast du das getan? Sie hatten es nicht verdient, am Leben zu bleiben. Sie waren böse. Ich hab Digga, was ist mit dir? Gehandelt. Der macht mich richtig sauer. Oder, Genos, bei der Heldenprüfung warst du überaus fleißig, doch seit dem Vorfall mit dem König der Tiefsee hast du mich leider nur noch enttäuscht. Ignoriere ihn einfach. Keine Sorge. Er wird schon mal. A-Klasse, was willst du überhaupt? Bevor ich meinen Meister traf, war ich genau wie er. Kennt keine Gefühle. Für ihn zählt nur die Bekämpfung des Bösen. Genau wie ich, muss auch er früher etwas Schlimmes erlitten haben. Oh, Moment, wo ist mein Meister überhaupt? Der chillt oben noch. Cool, ich bin draußen. Hey, Moment mal!
Wieso kommst du B-Klasse-Held aus dem Raumschiff rausspaziert? Meister! Oh, hi, Genos. Ich bin oh, hi! Was mampfen gehen. Haben Sie den Gegner erledigt? Na klar. Der war krass stark. Ich glaube, der stärkste bisher. Ich verstehe. Die ignorieren mich? Tja, auf Prophezeiungen kann man sich, glaube ich, echt nicht verlassen. Moment mal! Hm? Keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Warst du wirklich allein da oben? Als B-Klasse musst du dich gar nicht so aufplustern. Das hätte ich auch locker ohne dich geschafft. Also spiel dich bloß nicht auf, Glatzkopf. Entspann dich mal, Tornado. Genos, sag mal was zu dir. Hör zu, Rotzgöre. Halt's Maul und verzieh dich, sonst knallt es. Ja, genau so. Ja, aber... Unglaublich. Rotzgöre nennst du mich? Ich bin älter als du, Blechbüchse! Ach du Kacke, Genos! Jetzt bist du dran, B-Klasse-Glatzkopf! Das reicht, Tornado. Auch du repräsentierst die Heldenvereinigung, also benimm dich gefälligst. Hm. Warum müssen... Also Genos hat einfach kassiert. Ach, Genos, dein Arm steht voll komisch ab. Ich bieg ihn wieder hin. Oh. Oh. Sorry, hab ihn abgerissen. Oh Mann. Ich hab Rücken. Der hat krass Rücken, nicht nur Rücken. Jeden Tag verschwand Arstadt von der Karte. Metal Knight beschlagnahmte das Raumschiff. Das war klar. Das Hauptquartier der Vereinigung wurde von Grund auf saniert und zu einer eisernen Festung umgebaut. Hm. Die neuen Straßen gingen nun alle vom Hauptquartier aus. Und so gelangten die Helden im Nu in jede noch so entlegene Stadt. Allen Helden, die die A-Klasse anstrebten, wurde das Recht eingeräumt, ins Hauptquartier umzuziehen. Da kommt ja noch was. Sehen Sie sich das an, das komplette Gebäude wurde einfach so umgestoßen. Erst war das Monster in Z-Stadt und nun nährt es sich Y-Stadt. Bringen Sie sich ja an! Okay. Ihr Menschlinge vergeudet eure Existenz mit belanglosen Gelüsten und frönt der Völlerei. Durch meine mächtige Schnauze bringe ich euch die Hölle auf Erden. Meine mächtige Schnauze. Wen haben wir denn da? Er ist ein Held, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ein Meister. Dein Meister? Hm? Direkt weg. Ich bin sein Schüler. Wie stolz er das so sagt. Ich bin sein Schüler. Nee, oder? Schon wieder mit nur einem Schlag vorbei? Verdammte Scheiße! Geil, geil, geil. So Leute, und damit kommen wir zum Fazit von One Punch Man Folge 12. War eine richtig gute Folge, hat echt Spaß gemacht. Wirklich, die Animation war richtig gut. Der Kampf zwischen Boros und Saitama war auch richtig krass gemacht. Ich meine, Saitama hat nicht so ernst gemacht, glaube ich, aber trotzdem dennoch ein geiler Fight. Vor allem hat Boros den ein oder anderen Schlag von Saitama aushalten können. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, er würde auch vernichtet werden wie die anderen Gegner. Ich bin gespannt, wie die nächste Staffel sein wird und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Staffel, nämlich 2 in der ersten Folge. Also, bis dahin und ciao!